Nun haben wir uns ja im 3D mit diesem Kegelschnitt ein wenig beschäftigt. Erstmal ganz ohne echte Geometriemethoden, sondern nur mit AutoCAD-Mitteln einfach dargestellt, indem wir uns die Ebenen vorgenommen haben. Und ich kann natürlich auch, wenn ich jetzt in den Grundriss gehe, hier sieht man jetzt diesen Grundriss. Und man sieht hier Folgendes. Ich habe hier einen Morphkegel. Die zweite Linie hier, die ich jetzt hier schraffiert dargestellt habe, ist der Meterschnitt. Also 1 Meter über dem Geschoss wird das geschnitten. Der dritte Kreis, den man hier sehen würde, wäre der nach oben versetzte Bereich, der weggeschnitten wurde. Und ich kann jetzt sehr leicht Ansichten davon machen. Ich nehme hier zum Beispiel hier einen Schnitt und schaue in diese Richtung. Das ist der Schnitt S01. Hier einen zweiten Schnitt, schaue in diese Richtung, S02. Also wenn ich den Schnitt jetzt ansehe, S01, hier die Seitenansicht, also von vorne, und hier die Seitenansicht entlang meiner Ebene. Ich habe die Ebene genau in der Richtung reingelegt und dann das nach oben gesetzt. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Grundriss, ja, Grundriss. Ich habe hier Frontansicht, Seitenansicht und ich habe 3D-Dokumente. Die kann ich jetzt alle, wenn ich einmal drinnen bin, hier habe ich sie, also ich habe jetzt hier vom Bearbeiten umgeschalten auf die Einstellungen des Ausschnittes und kann hier diese Dinge, zum Beispiel diesen Grundriss, rechte Maustaste, aufs Layout platzieren. Zum Beispiel mal hier hin. Dann gehe ich wieder rüber. Ich hätte gerne die Schnitte. Schnitt 01, rechte Maustaste, aufs rechte Maustaste, aufs Layout platzieren. Gebe ich mir mal hier hin. Dann wieder Grundriss, andere Seite, rechte Maustaste, nein, hier, rechte Maustaste auf Layout platzieren. Gebe ich mal hier hin. Steuerung D. Ja. Steuerung D ist drehen. So. Von hier nach hier lege ich mir hier hin. Steuerung E. Hier habe ich das Teil. Gebe es mal rauf und ein wenig weiter raus. Dann passt das zusammen. Das hier, Steuerung E. Genau hier drunter. Steuerung E mal herauf. Den setze ich mir etwas zusammen. Braucht man nämlich nicht alles davon. So, Seitenansicht, Frontansicht, einfach einmal untereinander, so Parallelprojektion. Und gut, was habe ich hier noch? Die 3D-Dokumente, das müsste ich jetzt neu definieren, das ist jetzt irgendwie nicht so schön. Das ist aus der Perspektive. Auch Perspektive. Gut, gehe ich jetzt mal zurück in allgemeine Axonometrie. Gut. Das schaut ja auch schon ganz gut aus. Und mache mir ein neues 3D-Dokument. Axo. Erstellen. Gehe rüber. Schauen wir es hier an. Könnte es noch besser einstellen, mache ich aber nicht. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste. Neudefinition. Auf der no, anhand des Modells noch. Auf Layout platzieren, da ist es. Gebe es mir rein. Das heißt, ich habe sehr schnell so verschiedene Sichtweisen meines Modells auf ein Blatt Papier gelegt. Über das sollten wir dann später reden. Danke, schöne Tage.